noch was. Der eine kommt noch und dann macht er das hier und dann. Hier sind wir jetzt durch. Hallo liebe Sportfreunde und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Landesjugendsportspiele hier in Schwerin. Wir haben uns nun zu den Schützen gesetzt, zu den Sportschützen, um ein wenig bei dem Schießen beizuwohnen. Dafür habe ich mir einen Experten dazugeholt, den Herrn Sievering, den Landesnachwuchstrainer im Sportschießen von Mecklenburg-Vorpommern. Und möchte natürlich erstmal wissen, was passiert hier jetzt? Wir haben jetzt kurz mal reingeguckt zu den Sportschützen. Wir haben viele verschiedene Gewehre gesehen. Was passiert da jetzt genau? Wir haben heute den zweiten Wettkampftag. Heute wird nochmal geschossen in Altersklassen 12 bis 14, Luftgewehr und Luftpistole. Die ganz Kleinen sind auch dabei, die unter 12 Jahre schon schießen dürfen mit Sondergenehmigung. Weil ja unser Waffengesetz aussagt, ab 12 Jahre dürfen wir als Offizier schießen. Und das ist die kleinsten Nachwuchskader, die heute ihren zweiten Wettkampftag haben und sie schießen so im Schnitt 20 Schuss. Und ja, wir werden sehen, der Beste wird gewinnen. Die Ziele sind ja ziemlich klein, wenn man das so gesehen hat, aus der Entfernung heraus. Ist das dann so eine Art Lupe, also Fernglas in den Gewehren drin? Oder? Fernglas kann man nicht dazu sagen, ist ein Diopter-System, wo das Korn vorne vergrößert wird. So, Sie sagten gerade, man darf rein theoretisch erst ab 12 schießen. Wie kommt man zum Schießen? Weil das ist doch zum Anfang eines Sportes doch schon relativ spät. Ja genau, dieses Problem haben wir allgemein durch das Waffengesetz. Wer Sportschießen durchführt, wird merken, wie interessant diese Sportart ist. Wir haben natürlich, wenn wir unter 12 Jahre schießen, auch so eine Möglichkeiten wie mit Lichtpunktgewehren zu schießen. Sichten auch in den Schulen, machen Events mit, in den Städten, in den Dörfern, in den Gemeinden in der Richtung, durch die Schützenfeste auch mit. Ein Teil, dass wir unsere Sport adaptieren. Und so kommen wir dann auch, Eltern werden immer neugieriger, Kinder werden immer neugieriger. Und dadurch rekrutieren wir auf Deutsch gesagt unsere Nachwuchssportler. Wie sind Sie denn zum Schießen gekommen? Ich bin zum Schießen gekommen, ich habe an der DFK Leipzig 1979 bis 84 studiert, nach Sportwissenschaften. Und bin eigentlich über die Armee zur damaligen Zeit dann aus gesundheitlichen Gründen gewechselt zum Sportschießen. Ich war früher mal Fußballer und bin dann zum Sportschießen gewechselt und habe dort 4 Jahre studiert und bin dann im ehemaligen Bezirkstrainingszentrum der Gesellschaft für Sport und Technik eigentlich groß geworden. Und nach der Wende ist das Leistungszentrum geworden, wo wir sitzen und sind heute eigentlich einer der stärksten Zentren, die das Sportschießen in Mecklenburg-Vorpommern ausmacht. Aber auch über die Grenze, gerade im nördlichen Bereich, sind wir sehr erfolgreich und haben auch schon einen Namen. Sie sagten gerade sehr erfolgreich. Wie läuft so ein Wettkampf ab? Wie kann man sich auszeichnen im sportschießlichen Wettkampf? Wie läuft so ein Wettkampf ab? Na, ein Wettkampf läuft so ab, dass man sich also hoch konzentrieren muss. Man erwärmt sich vorher. Man konzentriert sich auf das, was man immer wieder eine 10 schießen will. Man muss Ruhe ausstrahlen, man muss eine sichere Hand haben, man muss den Druckpunkt richtig wählen. An die Waffen haben wir alle gewisse Abzugsgewichte. Ist ja nicht so raufdrücken und ab geht die Post. Du musst die Atmung beherrschen, du musst das Drucken beherrschen, du musst das Zielen beherrschen, das Nachhalten. Es gibt viele technische Parameter, die ein Sportschütze eigentlich bringen muss. Das hört sich sehr, sehr kompliziert an. Hat man dann so eine Art theoretische Schulung dafür?
Ja, es gibt viele Arten von theoretischen Schulungen. Man hat Videofilme, man macht auch mentale Sachen, idiomotorisches Training, man lässt es auch im Kopf, wie die Bobfahrer ablaufen lassen, lassen wir unsere Schussabgabe auch ablaufen in Richtung, also muss im Geiste, man sagt immer so, zielen heißt die Waffe oder Sportschießen ist die Einheit von Geist, Körper und Waffe. So ein Spruch ist das eigentlich, ne? Man muss immer stillstehen, das ist ja die Hochkonzentration, wo andere, der Boxer meinetwegen jetzt wütend wird und boxt los. Geht bei uns nicht, wir müssen uns beherrschen. Wir haben die Scheibe, ist unser Gegner, auf Deutsch gesagt. Und da müssen wir hochkonzentriert sein, um jedes Mal, also diese Einheit, diese Kombination der Technik zum gleichen Punkt. Wir sind ja keine technische Kombination wie Salto springen, Turm springen, wie auch immer. Wir müssen auf dem Punkt sein, wo alles stimmt, wo die Atempause sitzt, wo der Körper seine Ruhe hat und da muss der Schuss brechen. Wie steht, wie sind Mecklenburger gerade Jugendsportschützen im bundesweiten Vergleich? Wie kann man sie einschätzen? Ja, wir sind natürlich eine Minderheit von der Sache her, weil hier in Mecklenburg-Vorpommern fehlt natürlich auch Industrie. Einmal schon waffentechnisch müssen wir sehr weit reisen, um uns gute Geräte zu organisieren. Aber wir haben auch eine Kaderin, die Antje Nöske zum Beispiel, die noch B-Nationalkader ist und kann 2012 in London dabei sein. Also so in dieser Ebene bewegen wir uns auch schon. Wir haben gerade im Vorjahr bei den deutschen Meisterschaften 2 Medaillen geholt im Luftgewehr, wo sehr große Dichte ist. Man muss mal vergleichen, wenn wir leistungsmäßig uns messen mit den Besten Deutschlands bei den deutschen Meisterschaften, fahren wir mit 46 Starts und Bayern hat 1800 Starts. Also von der Richtung werden wir nie die Nationenwertung gewinnen, aber wir werden in einzelnen Disziplinen mit Spitze sein. Ja, das klingt zumindest schon mal vielversprechend. Sie haben jetzt gesagt, hier haben Sie Luftgewehr und Luftpistole wird geschossen. Was wurde noch geschossen, zum Beispiel gestern und auch heute noch? Gestern wurde geschossen Bogen mit den Nachwuchssportlern. Und ansonsten blieb das bei Luftgewehr und Luftpistole. Wir haben ja den Jugendbereich ja bei den Landesjugendsportspielen und da wird grundsätzlich Luftpistole und Luftgewehr geschossen. Und im Erwachsenenbereich, was wird denn da geschossen? Jugendsportspiele, jetzt nicht, logisch. Ja. Bei dem Erwachsenenbereich wird dann auch Sportpistole geschossen. Also olympische Disziplinen wie Kleinkalibergewehr 50 Meter, wie die Sportpistole 25 Meter, beziehungsweise wie die Schnellfeuerpistole auch 25 Meter. Das sind verschiedene Disziplinen dann in dem Dinge. Verschiedene technische Abläufe. Würde jetzt zu weit ausführen, das so eigentlich zu erklären. Ja. Gut, wenn ich jetzt Lust bekommen habe aufs Sportschießen, wohin wende ich mich dann? Ja, wir haben ja im Land Mecklenburg-Vorpommern 192 Vereine, also gut aufgeteilt in der Region. Man meldet sich in einem Schützenverein, meldet sich dort an, lässt sich die Gepflogenheiten zeigen und dann lernt man Schritt für Schritt das Schießen, was man eigentlich möchte. Ob in dieser Disziplin oder in dieser Disziplin, also die Vereine sind eigentlich vielseitig ausgerichtet und da hat jeder nach seinem Bedarf eigentlich die Möglichkeit, diese Sportart durchzuführen. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview, war sehr nett und wir ziehen dann weiter zur nächsten Wettkampfstätte.